Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Let's Play Minecraft. So, wie ihr sehen könnt, das Wetter ist nicht das Beste, es klatscht aus Eimern. Aber wir haben ja noch genug hier drinnen zu tun. Und zwar das Lager weiter ausbauen, weil das reicht ja nicht am Platz. Da sind wir uns ja einig. Ich hoffe jetzt, ich weiß nicht, wie weit wir noch können. Oh, ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Dass da schon Ende ist. Oh. Aber ist nicht schlimm. Machen wir so. Oh, habe ich jetzt... Jetzt müssen wir aufpassen. Dass wir hier nicht unseren wunderschönen Wasserfall zerstören. Das wäre tragisch schlechthin. Alles gut gegangen. Alles in Ordnung. Ich meine, ein bisschen Feuchtigkeit haben wir jetzt hier drin. Aber ich denke mal... Es gibt tragischere Probleme als ein bisschen Feuchtigkeit. So, das muss alles weg. Die Hoffnung, dass es geht. Ja, geht. Wunderbar. Haben wir noch. Haben wir noch. Sehr herrlich. Sehr herrlich, genau. Sehr gut, wollte ich eigentlich gesagt haben. So, das bedeutet, dann haben wir hier nochmal eine Truhenfläche. Das ist gut. Weil ein bisschen Platz brauchen wir noch. Wobei, so viel haben wir nämlich nicht mehr, ne? Das ist nämlich immer so, die generelle Problematik, die wir hier jetzt aktuell haben. Nämlich Platzmangel. Weil Platz haben wir wirklich nicht viel. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt vielleicht mit Glück... Ich probiere es jetzt einfach. Oh ne, hat ja schon geklappt. Ha! Moment, dann kann ich das doch auch. Nee, das geht nicht. Da ist ja... Hier ist ja nichts mehr. Hier ist, glaube ich, schon die Treppe, oder? Moment. Ja, genau. Oh, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Das heißt, wir können hier hinter die, hoffentlich. Ja, sehr gut. Dann können wir nämlich hier jetzt den Umbau vornehmen, so gesehen, den wir auch wollen. Herbert, bitte. Ah. Ah, scheiße. Naja, egal. Ja gut, der muss dann auch noch getauscht werden. Gezwungenermaßen. Ich meine, das gibt Schlimmeres. Aber so ist es ja erstmal okay. Wir brauchen auf jeden Fall einfach viel mehr Stauraum. Weil Stauraum war ja das Problem letztendlich. So. Damit wir es einheitlich haben, ich guck mal gerade, ob wir vielleicht den hier tauschen könnten. Ja, das würde gar nicht so schlimm auffallen. Damit das hier genauso aussieht wie da. Ja, ist okay. Können wir so lassen, erstmal. So, ich hoffe jetzt, dass der Regen nicht 5 Stunden andauert, weil auf Regen habe ich eigentlich gar keinen Bock. Aber das Spiel hat entschieden, dass es regnet. Also regnet's. Was soll man tun, ne? Granit haben wir hier unten, sehr gut. Endlich, oder? Das ist doch ein Sortierungssystem, was funktioniert. Damit kann man arbeiten. Mit keinem anderen sollte man arbeiten. Aber mit diesem hier schon. Ne, das war ja definitiv kein Zeug. Das sind Eisenklumpen. Feuerstein finde ich jetzt auch nicht so zeughaft, aber jetzt aktuell ist es erstmal Zeug. Ja, haben wir schon eine Diorit-Truhe? Ich glaube nicht, oder? Kies, Erde, Edelsteine. Edelsteine, nichts. Zack, haben wir eine Diorit-Truhe. Hier kommen ja Treppen aller Art rein. Auch sehr schön. Dann haben wir das schon mal sortiert. Dann kann hier... Sand rein, würde ich sagen. Machen wir auch ein Schild direkt drüber, damit wir es nicht vergessen. Zack. Sand. Sehr gut. Dann haben wir hier Sand drin. Und hier haben wir... jegliches Holz machen wir jetzt einfach mal hier rein. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, wie ich es haben möchte. Holz getrennt, Holz zusammen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht.
ob ihr sagt, boah, ne, mach das lieber getrennt oder mach es lieber zusammen. Was kann ich eigentlich mit diesen Klumpen anfangen? Gar nichts wahrscheinlich, oder? Oder kann ich die irgendwie funktionell verarbeiten? Ja gut, ich kann daraus Eisenbarren machen. Ich glaube, die Klumpen haben wir uns gemacht gehabt, wo wir die Laternen gemacht haben. Dazu brauchte man ja die Klumpen. So, wir gehen mal pennen und hoffen einfach mal, dass es Tag wird. Mal abwarten. Boah, mein Gott, es ist Tag und es sifft immer noch. Ne, es hat aufgehört. Halleluja. Guckt euch das an. Ist das ein herrlicher Sonnenaufgang? Ha, herrlich. So. Wir brauchen Holz. Wir brauchen eigentlich jetzt mal alles. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen farmen gehen heute in der Folge. Ich meine, wir haben selten gefarmt in den Folgen, glaube ich. Wenn ich ehrlich bin, fast gar nicht. Vor allen Dingen haben wir auch fast keine Mats. Also wir haben weder genug Sand für genug Glas zum Beispiel. Oder. Und wir werden uns entweder, werden wir uns da hinten diese Mine vornehmen. Also die da, Sandmine. Oder den Strand da. Ich denke mal, der Strand auf der anderen Seite ist da das plausiblere. Oh, herrlich, das funktioniert ja alles hier. Zack. Und dann hier schön durchschwimmen. Ha! Herrlich. Oh. So. Ich wollte gerade sagen, so scheiße. Jetzt ist alles kaputt. Kann es sein, dass sich das Spiel wieder umgestellt hat? Tatsache. Warum speichere ich das eigentlich ab, wenn das Spiel eh der Meinung ist, dass es das anders haben möchte? Das ist doch wieder mal typisch Minecraft, oder? Was ist das? Boah, Leute, da. Die Insel bewohnen wir eh nicht. Auch sehr schön hier. Was war das für ein Geräusch? Ach, Delfine. Tatsache. Boah, das Wasser sieht so gut aus. Guckt euch das an. Und später mit Raytracing wird es noch besser aussehen. Ich hoffe, dass die Grafikkarte da was reißen kann, die 1080. Ich hoffe es einfach, weil dann wird es episch. So, schön. Sind wir angekommen. Das ist gut. Wir machen uns jetzt hier eine schöne Strandfläche draus. Ich meine, das geht auch, glaube ich, anders. Wenn wir so machen. Zack. Ich glaube, so kann man hier die Sandflächen deutlich schneller abfarmen. Die untersten Schichten natürlich nicht. Müssen wir natürlich per Hand abfarmen, aber hier unten die. Ist übrigens immer noch toll, dass der Trick funktioniert. Man spart sich dadurch Zeit, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Oh, kein Material verschwenden. So, wie viel ist das jetzt schon? Ja, guckt mal, 48 schon. Ich sag euch, das geht sowas von schnell. Herrlich. Ich bin so froh, dass dieser Trick noch funktioniert, weil wenn der nicht funktionieren würde, wäre diese Abbauarbeit ziemlich mühselig. Und wir würden einfach Schaufeln ohne Ende verbrauchen, die wir ja nicht unbedingt verbrauchen müssen. Sandstein nehmen wir natürlich auch mit. Ich weiß nicht, was wir draus bauen können. Vielleicht kann man da irgendwas Cooles draus bauen. Ich glaube jetzt nicht besonders. Aber irgendwas kann man bestimmt aus Sandstein bauen. Ihr habt da mehr Ahnung als ich. Definitiv. Also kann man aus Sandstein was Tolles bauen, dann schreibt es mir in die Comments. Und wenn nicht, dann nicht, ne? Herrlich, Leute. Guckt euch das an, wie schön das noch funktioniert alles. Ist aber auch sehr viel, finde ich, an Sand. Also sehr hoch geschichtet. Wir
Wir könnten ja auch mal eine ganze Insel verschwinden lassen, indem wir sie abbauen. Dann haben wir auf jeden Fall genug Materialien. Habe ich mir gerade so überlegt. Wäre auch eine Idee. Einfach mal eine ganze Insel abfarmen. Ich meine, hier haben wir gleich einen schönen Strand. Einen flachen Strand. Der vorher nicht da war. So gesehen haben wir die Welt, wie sie uns gefällt, geändert. Muss einer mal hinkriegen, oder? Ich sag das so, als ob das irgendwie so ein Weltwunder wäre. Aber in Minecraft, glaube ich, ändert jeder die Welt, wie ihm sie gefällt. Ne? Von daher ist das nicht wirklich jetzt das Weltwunder schlechthin. Jetzt hätte ich schon die Fackeln drunter setzen können, ne? Aber es ist einfach so, wir haben fast kein Material gefarmt in den ganzen Folgen und hier und da müssen wir das dann einfach mal nachholen. Das dauert dann so ein paar Folgen zwar, aber ich denke mal, es ist auch vollkommen legitim, dass wir das machen, weil wir müssen es ja. Boah, bin ich froh, wenn die Sonne oben steht, ne? Das ist so kacke. Die Ecke hier wird so dunkel dadurch. So, herrlich. Jetzt machen wir es ganz einfach. Platzieren hier bereits schon Fackeln. Zack, zack, zack. Hat doch funktioniert. Genau so wollte ich es haben. Zack, 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 zack. Da nicht unbedingt. Die vordersten Fackeln weg. Und dann auch wieder nur abbauen. Also schneller kann ich, glaube ich, Sand gar nicht farmen. Außer so. Ich glaube, das ist somit die schnellste Art und Weise, an Sand zu kommen. Einfach Fackeln platzieren und gib ihm. Und da ist richtig viel Sand, ne? Also dahinter ist noch echt viel. Wenn man das mal sieht. Ich weiß zwar nicht, wie viel Sand wir jetzt schon haben, aber ja, doch, es wird. Wir sind noch keine Sandmillionäre. Kann man das werden? Mit Sandmillionär? Wir sparen uns auf jeden Fall die Schaufeln. Eigentlich dumm, dass ich so viele Schaufeln gebaut habe, aber irgendwann brauchen wir sie. Das geht ja nun mal nur mit Sand, leider. Dieser Trick. Sand, Kies geht auch noch, glaube ich. Ja, Kies geht auf jeden Fall auch noch. Aber die restlichen Materialien, die natürlich keine Physik besitzen, mit denen geht es natürlich nicht. Was natürlich sehr schade ist, aber was sollen wir machen? Wir werden hier gleich einen nackigen Fels haben. Ich weiß auch gar nicht, ob irgendein Material dadurch kaputt geht. Ja gut, das war dumm. Ich habe nicht richtig hingeguckt. Ich dachte, da wäre noch ein bisschen Luft nach oben. Mein Gott. So, das reicht erstmal. Das sind sehr, sehr viele Glasplatten, die wir damit machen könnten. Wir haben auch genug Sandstein bekommen. Ja, damit kann man schon mal was anfangen. Ich meine, wir haben hier noch genug Sandstrand verfügbar, ne? Also, das ist so der Vorteil, den wir haben. Wir haben genug Platz und genug Materialien. Boah, von hier aus sieht die Burg mega geil aus. Mit dem Rundweg nach oben. Ein Träumchen. Die Wolke zieht gerade voll durch den Berg. Sieht fantastisch aus. Muss ich wirklich mich selber loben. Diese Stelle da ist super gut geworden. Für diesen Koloss. Schön. Und man sieht ihn auch recht früh. Das muss man ja auch mal sagen, ne? Ich weiß nicht, diese Delfine, die irritieren mich ein bisschen. Die hören sich an wie böse Monster. Ich bin bestimmt so vorgeschädigt. Wo muss ich denn lang? Ah, hier, glaube ich, war das, ne? Ja, genau. Herrlich. Mal hier rein.
Und da ist auch schon, ich würde sagen, der sichere Hafen. Schön. Hat es dir heute gelohnt, haben wir ein bisschen Sand gefarmt. Muss auch mal sein, weil Glas brauchen wir auf jeden Fall. Und oh, Essen ist auch bald wieder fertig, aber Essen brauchen wir momentan nicht. Komisch, ne? Wenn wir Sand farmen, verbrauchen wir keine Energie, aber wehe, wir hauen ein paar Monster um oder so. Dann brauchen wir ganz viel Energie. Wo kommt Sand hin? Hatten wir nicht... Da, hier ist eine Sandtruhe, genau. Sand. Und ich mache Sandstein natürlich zusammen, oder? Machen wir halbe, halbe. So, so. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und die Mitte machen wir... Sticks. Nein, war Spaß. Irgendwas. So, wir haben hier oben noch die Truhe. Die ist leer. Sehr gut. Dann haben wir nirgendwo mehr eine Truhe rumgammeln, glaube ich. Doch, da. Machen wir auch noch weg. Boah. Ich glaube, da war eine Horde an Müll drinne. Gut, fangen wir hier an. Zeug. Zeug haben wir, ja, Spinnenaugen, ein paar Knochen. Ein bisschen zu futtern, Spinnenweben. Eimer, finde ich schon, ist Zeug. Feuerstein. So, Zeug haben wir nicht mehr. Wolle haben wir nichts. Andesit haben wir. Huch, das war ein Stein. Warum haben wir eigentlich einen polierten Andesit? Bruchstein, Bruchstein, Stein, Stein, herrlich. So muss das doch sein, Leute. Hier kommt Erde rein, Erde ist nicht dabei. Hier kommt Kies rein. Warum ist der Kies da oben? Ist er runtergerutscht? Hier haben wir Diorit, sehr gut. Hier haben wir Edelsteine, Diamanten oder sonstiges. Ein Krimskrams, den wir so sammeln können. Hier haben wir noch Eisen. Sonst haben wir hier nichts für. Diorit haben wir gerade nicht mehr. Hier haben wir jegliche Treppen. Sehr gut. Haben wir auch noch ein paar von. Dann haben wir hier Granit. Das hört sich an, als ob der zu Hause bei uns wäre. Moment, wir fackeln ganz kurz noch in dieser Folge einen Zombie ab. Ich finde es nicht okay, dass der hier auf meinem Haus rumläuft. Das möchte ich auch nicht, also brenne. So. Herrlich, da oben müssen wir mal alle Bäume wegmachen, dass sie auch schön tagsüber abfackeln, weil ich habe keinen Bock mehr darauf. So, Granit hatten wir jetzt erledigt. Hier kommt Holz rein, somit auch Sticks, würde ich sagen. Aktuell auch Fichtenholz. Birke, Eiche, Fichte, Stöcke, mein Gott. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, sollen wir bei Treppen auch Stufen reinmachen? Weil wir hätten ja Steinstufen. Ich mach's einfach mal jetzt aktuell hier rein. Ich bin mir noch nicht sicher, wohin damit. Der Bogen ist fast im Arsch. Wir haben 5 Pfeile dabei. Das ist jetzt auch nicht so der Hammer. Woher auch immer die Weizenkörner kommen. Wundert mich schon so ein bisschen. Rote Beete-Samen. Wir können rote Beete pflanzen. Na komm, dann machen wir noch. Ich glaube, auf der Farm war noch ein bisschen Platz. Hier kommt übrigens so ein kleiner Technikraum rein. Das heißt, zum Verzaubern und so. Das wurde in den Kommentaren gewünscht. Das knall ich da rein. Das ist kein Ding. Aber hier vorne. Rote Beete pflanzen. So, hier. Hier auch noch rote Beete. Hier auch. Und da auch. Herrlich. So muss es sein. So und nicht anders. Alles produktiv verwenden, dass nichts weggeworfen wird. Genau wie jetzt hier. So, wir gehen zum Komposter, schmeißen die 20 Samen rein, weil wir sie nicht benötigen. Was bringen uns zu viele Samen, wenn wir damit keine Funktion irgendwie im Hinterkopf haben? So, einmal Brot noch gemacht. Dann können wir noch kauen. Oh, herrlich. Dann haben wir uns da... Ja, wir hätten noch ein Brot machen können. Ist aber jetzt gerade relativ unwichtig. So, dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis morgen. Tschüss, Sikorski. Ciao.